Meine lieben 70 Millionen, 100.000 Fußballfans, herzlich willkommen zurück zu 19er Alu, dem Schanzer Fußball Talk. Heute hier immer noch aus den heiligen Hallen vom FC Augsburg, der SGL Arena. Bei uns immer noch Weltmeister und Europameister und Stefan Reuter. Schön, dass du bei uns bist. Stefan, wir haben zum Schluss vom letzten Block auch noch über Italien gesprochen, dein Engagement bei Juventus, was so die Auslöser waren. Und da haben wir dich aber unterbrochen. Da wolltest du eigentlich noch ein bisschen weiter erzählen, warum du dort in Italien warst und warum es dich dann auch letzten Endes, warum du dann nach einem Jahr schon wieder zurückgegangen bist. Also Italien hatte damals einen unglaublichen Stellenwert im Fußball. Die Liga an sich war die stärkste in Europa und vor mir waren ja andere deutsche Spieler auch schon. Völler bei Rom, Brehme, Matthäus, Klinsmann bei Inter Mailand, Berthold war da, Thomas Hessler war in Italien. Also die deutschen Spieler waren super Botschafter für den deutschen Fußball, die da in Italien waren und die italienischen Fans, die Vereine, die waren richtig heiß auf die deutschen Spieler. Der absolute Boom damals noch in Italien und natürlich auch verstärkt durch die Weltmeisterschaft 90, die in Italien stattgefunden hat. Das hat die Liga sehr interessant gemacht und als die Anfrage kam von Juventus Turin, war für mich die Überlegung, einen langfristigen Vertrag bei Bayern zu unterschreiben oder eben den Schritt ins Ausland zu gehen. Ich habe das damals gemacht zu Juventus Turin. Top-Verein in Italien, also wirklich ganz große Klasse, große Tradition, sehr viele. Auch gut geführt? Sehr viele Fans. Gut geführt auch? Super. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt in Italien. Wir hatten das Pech, dass wir in dem Jahr leider nur Zweiter geworden sind in der Meisterschaft, hinter Milan damals, die drei Holländer hatten, Gullit, Rijkaard, Van Basten. Das war schade. Bei uns war Giulio Cesar bei Juventus, brasilianische Innenverteidiger, einer der besten Spieler überhaupt, die mir in meiner Karriere untergekommen sind. Er hat mich ja später dann auch nach Dortmund gelotst, war sicher auch ein Garant für die Erfolge da. Und Jürgen Kohler ist damals mit mir gemeinsam vom FC Bayern zu Juventus Turin. Der ist dann noch ein paar Jahre länger geblieben. Ich bin nach einem Jahr zurück, zum einen, weil die Italiener mal kurzfristig sich überlegt haben, eine neue Regel einführen zu müssen, dass sie beliebig viele Ausländer verpflichten dürfen. Es dürften aber immer nur drei im Kader stehen und dann war Unruhe bei den großen Clubs vorprogrammiert. Die sind dann ein Jahr später draufgekommen, dass das ein Schwachsinn ist. Also Sommer ist ja wieder schnell gewechselt, oder? Matthias Sammer? Matthias Sammer ist sehr, sehr schnell zurück, aber er hat sich nicht wohlgefühlt in Italien. Bei mir war das anders, also ich habe mich extrem wohlgefühlt. Trapattoni als Trainer. Super. Mit seinem Weihwasser immer unter damals schon? Oder? Nein. Kein Weihwasser. Da war noch nicht ganz so alt wahrscheinlich. Aber super Trainer. Überragender Trainer, sehr sympathisch. Er hat eben auch die deutschen Spieler wirklich gemocht und hat die deutsche Mentalität geliebt. Darum, er hatte den Beinamen der Deutsche in Italien, ja, Tedesco. Und von daher war er für uns wirklich ein toller Trainer, ein super Mensch auch. Hat viele Trainingseinheiten sogar noch mitgemacht damals, Dinge vorgemacht. Wie gesagt, es war nur schade, dass wir eben den Titel nicht gewonnen haben in Italien damals. Ich habe mir das Spiel 91, 92 auf YouTube angeschaut vor ein paar Tagen. Okay. Also so Ausschnitte, 6 Minuten, da ist ja abgegangen. Das war ja ein Fight. Meinst du von der Dynamik her, oder? Von allem. Also die Rolle da drauf, das war unglaublich. Ja, das war heftig. Wirklich gute Rivalität da zwischen Milan damals und Juventus. Am Ende haben wir den Kürzeren gezogen, weil Van Basten getroffen hat. Das ist so. Verlieren gehört zum Sport, das muss man mal einstecken. Und dann, ich habe ja gesagt, ich habe mich sau wohl gefühlt und in der Phase der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 92 kam eben ein Angebot aus Dortmund, die mir dann gesagt haben, dass sie eine Mannschaft aufbauen wollen, die um die Meisterschaft spielen kann und haben mir einen 4-Jahres-Vertrag angeboten. Da habe ich gesagt, na gut, das hört sich sehr interessant an.
Deutschland ist letztendlich meine Heimat. Und dann habe ich den Schritt gemacht, zurück nach Deutschland, zu Borussia Dortmund. Und die Vision von Gerd Niebaum damals, der auch damals schon mit Michael Mayer zusammen Borussia Dortmund geführt hat, ist wahrgemacht worden, dass eben eine Mannschaft aufgebaut wurde, die um den Titel spielen kann. Ottmar Hitzfeld ist schon ein Jahr früher zu Borussia Dortmund gekommen, also 91, war dann der Trainer, der die Mannschaft zusammengestellt hat, zusammen eben mit Niebaum und Mayer. Und das hat dann ein paar Jahre gedauert, aber 95 war es dann soweit, haben wir mit Borussia Dortmund das erste Mal nach 32 Jahren wieder die Meisterschaft geholt. Mhm. Das war unvorstellbar, was da los war. Im Vorgespräch haben wir mal ganz kurz über das Stadion gesprochen. Das war sicher auch mit entscheidend für mich, da nach Dortmund zu gehen, weil die Stimmung, die Atmosphäre, wie der Fußball da gelebt wird, ist schon einmalig in Deutschland. Mhm. Und das Stadion ist schrittweise gewachsen, wie eigentlich auch der Erfolg von Borussia Dortmund. Und auch damals wurde letztendlich der Grundstein gelegt, auch für die Erfolge, die Borussia heute wieder feiern kann. Weil man hat mit 83.000 Zuschauern ein gigantisches Stadion mit der Südtribüne, der Stehplatztribüne, die größte in Europa. Ja, und ihr habt als Mannschaft aber auch begeistert. Ihr habt so viele Kämpfer drin gehabt. Da schon 3-1 UEFA Cup damals gegen Juve, genau. Und dann 7-1. Das war ja. Man hat sich richtig drauf gefreut, Dortmund anzuschauen, weil man gewusst hat, die sind vielleicht spielerisch nicht ganz so stark. Da war ja Martin Kreh oder sowas drin, der jetzt nicht der Übertechniker war. Aber man hat gewusst, da geht es jetzt 90 Minuten rund. Ja. Und das, das hat uns ausgezeichnet. Und war natürlich, wenn du so Spieler wie Jürgen Kohler oder Giulio Cesar hinten in der Innenverteidigung hast, sind ganz zwei anbrennen. Da stehst du schon mal ganz sicher. Da konnte dann auch ein Libero Sammer eher zum Mittelfeldspieler werden, weil die beiden das hinten abgeräumt haben und von da aus das Spiel dann eben auch machen. Zorc war ja auch Supermann im Mittelfeld, oder? Zorc war der Mittelfeldspieler, der die größte Torgefahr überhaupt ausgestrahlt hat in der Liga und sich auch viele wichtige Tore für uns damals gemacht hat. Also wenn du aus dem Mittelfeld raus schon mal so viele Tore erzielst, dann Andi Möller, der da dazugekommen ist, das waren halt sehr torgefährliche Mittelfeldspieler. Vorne Riedle und Chapuisat. Fleming Paulsen. Fleming Paulsen habe ich geliebt. Der so ein Spieler ist, der immer marschiert ist. Ja. Dann Heiko Herrlich, dann dazugekommen. Das waren schon Stürmer, die... Und was man gar nicht denkt, 97 Katarini Tretschok, Manchester United rausgeschossen. Naja. Das zum einen oder die was? Du als Menu-Fan. Aber solche Typen dann auch mit drin haben. Klar. Sehr zuverlässige Spieler, sehr mannschaftsdienliche Spieler. Und was damals in Dortmund dann eben auch war, in der ersten Meistersaison 95, sind die drei Stürmer ausgefallen mit schweren Verletzungen. Über einen großen Zeitraum in der Saison haben wir mit Lars Ricken und mit Ibrahim Tanko, zwei 17, gerade 18-Jährigen, dann gespielt. Das ist Wahnsinn. Und wenn du dann mit so einer Mannschaft Meister wirst, das hat Spaß gemacht. War unglaublich, was da los war. Und dann hast du ja auch tolle Trainer erlebt. Wir hatten vorher schon Giovanni Trapattoni angesprochen, Ottmar Hitzfeld, für mich immer noch der Trainer schlechthin. Ja, das war für mich natürlich auch ein Glücksfall. Das zeigt auch, dass es in den Vereinen gestimmt hat. Ich habe in Nürnberg Heinz Höher gehabt, all meine 4 Profijahre, einen und denselben Trainer, der mir als jungen Spieler das Vertrauen gegeben hat, da auch wirklich ein gutes Auge, glaube ich, für Spieler hat. Dann Jupp Heynckes, war 3 Jahre mein Trainer beim FC Bayern. Auch da gab es keinen Trainerwechsel in der Phase. Dann Trapattoni eben bei Juventus. Und dann sehr lange Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund. Und wer würdest du sagen, man sagt, ist ja immer so ein Neudeutsch, der Trainer muss einen jeden Tag besser machen. Also von wem hast du viel profitiert in deiner Karriere? Von allen. Von allen. Ja, es hat auch jeder so seine eigene Art. Von jedem was mitgenommen. Und man hat als Spieler natürlich auch unterschiedliche Phasen, die man durchlebt. Du
bist erst der junge, unbekümmerte Spieler, der natürlich noch viel dazulernen muss. Dann, was Hitzfeld sehr gut gemacht hat, die Menschenführung. Mhm. Dass er den Spielern sehr viel Eigenverantwortung übertragen hat. Er hat es auch geschafft, einen Kern innerhalb der Mannschaft für sich zu gewinnen. Mhm. Einen Kern, der die Philosophie, die Denke von ihm eben auch in die Mannschaft transportiert, gewisse Dinge auch aus der Mannschaft raus regelt, in seinem Sinne. Mhm. Und er hat es immer geschafft, dass er da sich ein paar Spieler rausgepickt hat, den einen oder anderen richtig stark gemacht hat, was er bei uns damals Sammer war, der dann ja später auch noch 4 Jahre mein Trainer war bei Borussia Dortmund. Wie ist das dann auf einmal, warst du dann Weltpokalsieger und du hast dann auch noch gespielt, als beinahe der Abstieg? Ja, wo dann Rudolf Nackig nochmal kam, oder wie ist das auf einmal, wenn man dann mit der Mannschaft gerne Abstieg spielt? Ist das überhaupt vorstellbar, dass man in so eine Situation kommt? Oder wenn man dann reinschlittert? Das ist schon eine schwierige Situation für eine Mannschaft, die natürlich mit ganz anderen Erwartungen in eine Saison startet. Wenn du dann auf einmal die Situation, jetzt musst du aufpassen, nicht, dass du ganz hinten reinrutscht. Dann wurde eben auch, das war die Phase nach Hitzfeld eigentlich, wo eine gewisse Unruhe da war, wo etliche Trainerwechsel da waren. Ja. Das war eine schwierige Phase, aber vielleicht auch, weil vorher eben doch Hitzfeld sehr viel da im Griff hatte und dann war das so ein Umbruch. Und dann war die Entscheidung eben da, Matthias Sammer zum Trainer zu machen und man hat sich entschieden, dann eben in der Anfangsphase mit Udo Lattek nochmal einen sehr erfahrenen Mann, der auch in der Öffentlichkeit ein bisschen den Druck wegnimmt, der das Medieninteresse auf sich zieht und da sehr viel abarbeitet. Und ein Sammer, der sich dann mehr so um die Trainingsarbeit kümmern konnte, das Gespann, das hat sehr gut funktioniert und wir haben dann eben auch die Klasse gehalten. Und das waren so die ersten Tage von Matthias Sammer als Trainer, der dann doch eine sehr erfolgreiche Zeit auch bei Borussia Dortmund als Trainer noch hatte, der mit, ist gar nicht, war 32 damals, der jüngste Meistertrainer überhaupt war. Ja, ein Jahr jünger als ich, aber er war trotzdem 4 Jahre mein Trainer. Stefan, wäre super, wenn du noch ganz kurz mit uns über WM-Pokal in die Höhe und auch noch als Manager Sport, dass wir darauf noch eingehen, hier beim FC Augsburg, dass wir das noch kurz beleuchten. Bleibt bei uns bei 19er Alu, dem Schanzer Fußball-Talk. Bis gleich. Servus.